Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute zu einer anderen Uhrzeit. Warum? Ganz einfach, ich sage einfach mal, Kollege Hoffmeister. Ja, der Hoffmeister ist unterwegs, ja. Hast du nochmal Sonne angemacht oder warum? Ja, es ist cool hier, ne? Ja, yeah. Auf jeden Fall, ja, beste Grüße aus der Lounge in Zürich. Ganz genau. Ja, abgesehen davon haben wir heute natürlich auch Themen beim Lufthansa Group Update. Mario wird uns natürlich berichten, wie es heute war. Er ist auf einer Geschäftsreise ganz wichtig unterwegs. Deshalb sind wir auch ganz froh, dass wir ihn auf dem kurzen Stück in Zürich in der Lounge begleiten können. Wie die Lounge-Situation in Hannover war, wie sie in Zürich ist, wie der Flug war, das wird er uns berichten. Dann werden wir auf den Horn-Circle-Brief eingehen. Ach nee, da, ich wollte euch ja nicht die Briefmarken zeigen. Und sind ja hier kein, wie heißen nochmal Philharmoniker? Nein, Philatelist. Wie heißen Briefmarkensammler? Philatelist. Philatelist, ja, ja, genau. Philatelisten, ich wusste sehr das gut, auch. Sehr gut. Nachdem wir ja gestern Wörtfindungsstörungen hatten und Gott sei Dank korrigiert worden sind beim Volksentscheid. Also insofern das. Dann haben wir das Thema, es gibt heute einen Voucher, der nur heute gilt, 20 Euro bei der Lufthansa. Gibt auch mehrfach Erfolge, das heißt also, wir haben heute schon für Kunden mehrere Tickets gebucht mit dem Voucher-Code 20 Euro runter. Als Themen haben wir dann noch den Flughafenbus Nürnberg, habe ich euch gestern angedroht. Warum der halb leer fährt, der Luxusbus der Sonderklasse der Lufthansa. Dann haben wir noch als Themen, Lufthansa fährt die Strecken hoch, das heißt also, es werden größere Flugzeuge eingesetzt, was super ist. Ach, ich weiß gar nicht, was wir heute alles für Themen haben, aber an dieser Stelle ist der Hoffmeister wieder dran mit. Intro! Geht los. Ja, macht das wieder Hoffmeister in Zürich. Mario hat den Kanal nicht nur abonniert wegen dem Abonnierbefehl, sondern hat auch die Glocke angemacht, damit er nie verpasst, wenn er selber auch live auf Sendung ist. Natürlich. Und ansonsten solltet ihr natürlich diesen Beitrag nicht nur liken, sondern auch unten wie immer kommentieren. Gestern war echt super cool. Danke, dass ihr so viel kommentiert habt. Es macht richtig Spaß. Es kommen immer noch Nachrichten rein, haben auch viele geschrieben. Ich bin auch froh für jeden, der halt meine Meinung nicht teilt, weil wir können halt nur so voneinander lernen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe auch gestern noch mit einem Insider gesprochen, der in Berlin am Flughafen arbeitet. Der sagt, wenn wir wüssten hinter den Kulissen, was da noch alles an Scheiße läuft, vor allem, dass viele Rollbänder seit Beginn eigentlich nicht funktionieren und Dinge, also das ist unglaublich. Aber das würde eine eigene Sendung füllen, das haben wir gestern wieder gemacht. Er will auch natürlich nicht vor die Kamera, weil er natürlich von der Flughafengesellschaft, die gerade unter Feuer ist, weil man den Vertrag wegnehmen will, aber es hat eigentlich eher den Grund, nicht den Vertrag wegzunehmen, weil sie doof sind, sondern weil die halt irgendwie ein paar Milliarden Schulden haben, um die dann mal wegzunehmen. Was hört man bei dir, Mario, im Hintergrund? Sind das Kollegen der Nachbarzelle? Ja, genau. Somebody calls from the office cell. Ja, und er spricht so laut, der hätte gar nicht anrufen brauchen. Er hätte wahrscheinlich auch bis England oder Amerika rüber rufen können. Aber egal. Er hat sich eine Flüstertüte gegeben, dann ging es direkt los. Ja. So, auf jeden Fall ist für uns nichts zu abenteuerlich und nichts zu schwer, um auch live für euch da zu sein. Ja, nachdem wir das abgearbeitet haben, das Thema war ja auch mit Lufthansa und so weiter. Mario, gib uns doch mal erstmal so ein Update. Wie war es heute in Hannover in der Welthauptstadt und ehemaligen Expo-Stadt 2000, die ja schon lange weg wäre, wenn es nicht an der Leine wäre? Hohoho, Schenkelklopferschuhe. Super. Ja gut, Hannover steht sicherlich für die kleinen bis mittelgroßen Flughäfen in Deutschland. Ja, es war relativ voll, obwohl in Niedersachsen zum Beispiel die Herbstferien noch nicht begonnen haben. Am Economy-Schalter waren lange Schlangen, was zu erwarten war. Auch beim Check-in für die Business Class und die First Class, also die Gold-Schlange, war es nicht leer. Und was wohl sehr lange dauert, auch nach Auskunft der netten Kollegin der Lufthansa, die ganzen Unterlagen. Ich hatte meine Unterlagen natürlich vorbildlich alle digitalisiert schon in die Flugbuchung mit reingebracht. Somit musste sie nur noch einen ganz kurzen Blick auf die Impfpässe werfen und wir waren da innerhalb von 2-3 Minuten durch. Aber sie berichtete natürlich, dass viele Leute, die nicht so oft fliegen, da einen riesen Zettelwust haben, manches dann auch vergessen haben. Dann müssen sie es da vor Ort noch irgendwie machen, bei bestimmten Einreisebestimmungen in, weiß ich nicht, jedes Land, Spanien,
Zürich bzw. Schweiz, sie haben ja alle spezielle Online-Formulare. Da sind die Leute halt verständlicherweise, wenn man nicht so oft fliegt, noch nicht so firm und dadurch kommt es natürlich beim Check-in zu riesigen Schlangen. Da muss man dann natürlich, dann nützt es auch nichts, wenn 5 Check-in-Schalter auf sind. Wenn die Unterlagen fehlen, dann dauert es halt, ne? Also das muss man sagen. Security ging einigermaßen schnell, etwas unsortiert und etwas chaotisch. Dann wurden mit einmal hinten in der Schlange wurde das Bändchen geöffnet und die Leute, die als letztes kamen, wurden dann als erstes irgendwo durchgeschleust. Es ging aber verhältnismäßig schnell, muss man sagen. Die Lounge, wie gesagt, in Hannover war super voll. Man hat das Gefühl, alle wollten irgendwie, keine Ahnung. Also es war wie zu Flughochbetrieben. Aber eigentlich auch ein ganz nettes Gefühl, wenn es mal wieder etwas voller ist. Aber wie gesagt, es ist voll an den Flughäfen und das, was wir gestern in Berlin hatten, eigentlich war es voraussehbar und ich hoffe, ab nächste Woche bin ich nochmal unterwegs. Da haben dann die Herbstferien in Niedersachsen begonnen. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann am Flughafen sein wird. Auch hier in Zürich kann ich sagen, es ist ziemlich trubelig und ihr könnt auch schon einen Blick auf die E-Gates werfen. Auch da stehen ein paar Großraummaschinen. Also es geht wieder los und ich denke, wenn die USA öffnen, wird es dann mal wieder so richtig wuselig werden. So, und jetzt beende ich meinen Monolog mal, genau, und steigen mal in das Lufthansa-Update ein für alle, die jetzt noch dran geblieben sind und übergebe erstmal wieder zum Lachs. Ja, ich muss mich gerade entschuldigen, ich hatte gerade auf meinen Bonbon gekaut, das war aus der First Class, deshalb eben einmal so ein Abrissgeräusch. Mea culpa. Ja, eine Sache, da hatten wir gestern auch drüber diskutiert, auch mal im Kontext Berlin, weil du sagtest gestern, nach was ein Quatsch, jetzt sind die Passagiere schuld, weil ja auch die Leute gesagt haben, dass es natürlich die Passagiere schuld seien, weil sie halt unorganisiert sind. Und gestern hast du halt das, ja, ich will jetzt nicht abgekanzelt sagen, aber du hast das halt einfach gesagt, ja, das ist schon mal ein geiler Scheiß, wenn man halt den Kunden für seine Dusseligkeit, also das heißt als Arbeit oder Dienstleister oder Arbeitgeber dann verantwortlich macht. Wenn du das jetzt gehört hast in Hannover, bist du immer noch der Meinung, dass die Leute da vielleicht doch manchmal schuld sind, dass die Schlangen in Berlin auch so lang sind? Ja, ich würde nicht von Schuld sprechen. Also das ist ja du darfst ja immer nicht von dir und mir und vielen, die ja zuschauen, ausgehen, die relativ häufig unterwegs sind und eine gewisse Routine auch mit neuen Situationen haben. Ganz, ganz viele der Fluggäste, die fliegen einmal im Jahr, alle 2 Jahre einmal oder zweimal im Jahr. Die sind vielleicht auch noch ein bisschen älter als wir, obwohl das bei mir ja relativ schwierig ist. Und die sind natürlich auch nicht so firm mit diesen ganzen Online-Anmeldungen. Aber auch da muss ich sagen, natürlich muss man sich da vielleicht dann auch zu Hause helfen lassen. Natürlich muss man sich da auch selber ein bisschen engagieren. Aber auf der anderen Seite muss es den Fluggesellschaften doch klar sein, dass viele Passagiere nicht dazu in der Lage sind oder weiß ich nicht, eventuell da Fehler machen. Das passiert ja auch schon unter normalen Flugbedingungen, Flugbuchen, dass der ein oder andere Passagier nichts dabei hat. Natürlich, dass die Schlangen ein bisschen länger sind, dafür hat, glaube ich, jeder Verständnis. Aber dass solche chaotischen Zustände herrschen, ich glaube, das kann man jetzt nicht einfach nur auf den Passagier abschieben. Damit müssen dann die Dienstleister, die Fluggesellschaften, die Abfertiger auch rechnen, dass es halt Leute gibt, die halt dann nicht alle Papiere immer sofort und parat haben. Es sind halt besondere und keine, in Anführungsstrichen, normale Zeiten. Also ich revidiere meine Meinung, sagen wir mal, zu 50%. Okay. Ja, dann als nächstes Thema, was auch mit der Lounge zu tun hat, die FCT ist ja aufgegangen, dafür sind ja im A-Terminal die FCT oder beziehungsweise First Class Lounges zugemacht worden oder eine in dem Bereich von Schengen. Die soll wieder ab 1. November aufmachen, weil halt die Lufthansa verstärkt Flüge nach Amerika hat und damit auch wesentlich mehr Flugaufkommen hat. Und damit ist das First-Class-Terminal ja auch etwas dann an seiner Kapazitätsgrenze. Formal ist es ja auch so, dass viele auch gar nicht zum FCT rauslaufen wollen. Also insofern ist das eine gute Nachricht. Wie soll es gehen? Da möchte dann die First-Class-Lounge am Gate A oder A-Terminal aufmachen mit Öffnungszeiten von 6 bis 14 Uhr. Daran sieht man auch, dass das also wirklich auch auf USA und so weiter ausgelegt ist.
Dann umsteigen von A nach Z, den aufgrund kurzer Transitzeiten der Fußweg ins First Class Terminal nicht möglich war, wird halt am Vormittag dieses wieder gegeben. Zugangsberechtigung ist immer noch die 3G-Regelung, das heißt also entweder getestet, genesen oder geimpft. Ja. Und ganz wichtig, berechtigt sind alle Hornswoggle-Member und First-Class-Gäste auf Flügen der Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Air Dolomiti, Brussels, Eurowings und Eurowings Discover und natürlich die Begleiter am selben Flug oder auf demselben Flug. Das sind ja die alten Regelungen. Das finde ich also sehr, sehr gut. Von der Food-and-Beverage-Geschichte her wird es einen à la carte Service geben, warm und kalt. Kleines Buffet mit kalten Speisen sowie volles Getränkeangebot. Das heißt also für Mario, es gibt jeglichen Alkohol. Ja. Super, 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 super. Ja, Mario, möchtest du noch kurz was sagen zu dem Thema bei Lufthansa Miles & More, dass es mit der, dass es da jetzt wieder, Miles & More sage ich schon, bei Lufthansa da jetzt verstärkt die Flüge werden, dass also aus den CAJs dann auch wieder Airbusse werden, weil die Nachfrage gestiegen ist? Ja, wir hatten das ja schon, glaube ich, in der vergangenen Woche. Da deutete sich das ja schon an, dass auch an den sogenannten Randzeiten wieder mehr Flugzeuge und mehr Flüge eingesetzt werden. Entsprechend zu den Hauptzeiten natürlich die Flugzeuge wieder größer werden. Und ich meine, wir beide scheinen ja Propheten zu sein. Wir haben das auch mit Berlin vorausgesagt. Und ich habe ja auch schon vor Monaten gesagt, wenn es denn wieder losgeht, wird sich auch die Geschäftsfliegerei schneller erholen, als man das jetzt erwartet. Und das hat ja Kollege Spohr jetzt auch verkündet, dass wieder wesentlich mehr Geschäftsreisen unterwegs sind, dass die Zahlen schneller steigen, als man das gedacht hat. Also als jemand, der selber geschäftlich unterwegs ist, ich hätte das quasi auch voraussagen können. Irgendwann ist die Zeit der Zoom-Konferenzen halt vorbei. Man will sie auch mal wieder sehen. Mag sein, dass das vielleicht mal ein bisschen wieder abflaut. Aber die Geschäftsfliegerei, die Weltwirtschaft boomt trotz Krise einigermaßen in weiten Teilen. Und insofern wird die Business-Class-Fliegerei, also nicht nur in der Business-Class, sondern überhaupt die Leute, die dienstlich unterwegs sind, natürlich wieder steigen. Und das wird auch, gerade wenn jetzt noch neue Grenzen aufgemacht werden, in die USA, wieder nach China, wenn das möglich ist, oder nach Indien, wird das meines Erachtens ziemlich stark wieder steigen. Warten wir es ab. Für alle Fluggäste ist es gut. Es gibt halt wieder mehr Verbindungen, mehr Flexibilität. Das kann eigentlich nur im Sinne aller Fluggäste sein. Ja, wunderbar. Dann gab es natürlich auch ein Thema und deshalb blende ich euch das einfach mal ein. Das ist der Code, den ihr nehmen könnt, wenn es den Lufthansa-Rabatt wieder gefrönt werden soll. Und zwar hat Lufthansa den Code rausgegeben, dieser ZA505EM5DBLO. Dafür müssen wir uns bedanken bei den Kollegen Frankfurt Flyer. Die haben das rausgefunden. Geiler Blog, geht da einfach mal drauf. Kann ich nur empfehlen. Und zwar ganz einfach, unser Kollege Christoph, der macht da auch einen guten Job. Er ist ja auch Hornswoggle. Insofern gute Sache. Was müsst ihr zum Gutschein wissen? Der Gutschein ist nur noch heute gültig. Der war auch, glaube ich, nur heute gültig. Ja. Muss auf gebuchte Flügen von Lufthansa oder Lufthansa Cityline angewendet werden. Auf lufthansa.com muss gebucht werden. Abflug muss zum 14.10.2022 gelten. Kriegt ja eh keine Tickets, die länger gültig sind. Und gilt für Flüge ab Deutschland nach Europa, Afrika, Nahen Osten, Asien oder Amerika in allen Reiseklassen. Eigentlich quasi überall hin, außer Australien, wenn ich das jetzt so richtig einmal rekapituliere. Ja, ja, wenn ja, den Code abgeschrieben habt. Australien ist auch schlecht. Ja, ne? Würde ich den Code einfach wieder. Ich lasse mich blenden aus. So, und jetzt machen wir mal Folgendes, Mario. Ich habe ja mein Schreiben. Ja. Ne? Mach mal. Das ist ja so das, mal was sehen, man was bekommt. Da so drin ist. Ja, muss man ja erstmal mit dem Messer das aufmachen. Das ist sozusagen das kleine Hon-Unboxing. Ja, das kleine. Ist, weil ein Kollege, der gerade in Zürich ist, geschäftlich, der dann, ja. Oh. Da kriegt man geprägt mit Thank you for our most important status announcement. Ich sehe es ja nicht. Ich hatte es in der anderen Kamera. Mario sieht es in der anderen Kamera. Dann machen wir es einfach mal auf. Und da hat man mir geschrieben. Sehr schön. Bevor wir dann lange drauf eingehen, würde ich einfach sagen, ja, das ist einfach wirklich nochmal das mit dem Danke und möchten sich für die Loyalität bedanken und wollen mir die 4 E-Voucher gutschreiben, die 24 Monate gültig sind. Ja, ich sage danke dazu. Ich habe meinen Frieden damit gefunden. Mario hoffentlich auch, der hat die ja eh nicht gekriegt. Also insofern, er kriegt ja nur 2 als Senator. Ja.
So seht ihr, wie Lufthansa mit Hornzirkeln kommuniziert. Finde ich eine nette Geste, dass man das persönlich schreibt. Ja. E-Mail hätte es auch getan, aber die sind im Konto schon gut geschrieben. Also insofern, wer es nicht wusste, super, weiß es jetzt durch den Brief. Kannst du damit eigentlich auch ein Upgrade machen, wenn du in der Economy von Nürnberg nach München fliegst und dann den Bus benutzt? Da du ja ein kleiner Ketzer bist, du kannst das machen, also einen Voucher nehmen, aber dann sitzt du dann wahrscheinlich bei dem Kutscher auf dem Schoß. Insofern, ja. Aber da der Bus ja eh leer ist, kannst du einfach auch über den Bus erzählen? Möchtest du einfach erzählen, was mit dem Bus los ist, was wir auch schon gesagt haben? Ja, es ist gar nichts los mit dem Bus. Und das ist das Problem. Der Bus, die Busverbindung da in 2 Stunden und 15 Minuten waren es, glaube ich, ne, wird halt nicht sonderlich stark angenommen. Du hattest ja vermutet, dass die Leute einfach sich nicht im Bus setzen und direkt nach München fahren. Andere Theorien besagen, ja, die Leute haben halt keinen Bock auf Kofferschleppen im Bus und dann wieder raus, sondern nehmen von Nürnberg halt gleich andere Fluggesellschaften und fliegen über, weiß ich nicht, über Amsterdam oder Paris dann weiter zu ihren Fernzielen. Auf jeden Fall ist auch ein Bus eine doofe Sache. Also das kann mal für einen Notfall sein, aber ich fliege ja nicht von Nürnberg ab, wenn ich da in der Region bin, um dann erstmal mit dem Bus 2,5 Stunden nach München zu dackeln, wenn doch der Großteil der Leute Umsteiger sind. Und Lufthansa hat diesen Flug ja, das darf man nicht vergessen, nicht aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt, sondern aus diesen merkwürdigen Gründen, ja, solche kurzen Strecken dürfe man nicht bedienen. Das würde irgendwie nicht mehr in die Zeit passen. Aber es ist halt meines Erachtens total beknackt. Und insofern ist der Bus leer. Mal sehen, wie viele Leute, man wird es ja irgendwann mal rausfinden, tatsächlich einfach nur den Bus nicht nutzen, aber den Flug in Anführungsstrichen, und wie viele Leute tatsächlich auf andere Fluggesellschaften umgestiegen sind. Ja, also ich glaube, es gibt halt da zwei Theorien. Die eine Theorie ist natürlich, die Preise ab Nürnberg waren günstiger. Heißt also, dass die Leute dann auch einfach den Bus gebucht haben, aber anders nach München gekommen sind. Also insofern den dann nicht benutzt haben. Oder vielleicht München, die gar nicht erst nach Nürnberg wollten. Ich weiß es nicht genau. Und dann natürlich ganz wichtig, dass man da dann ja vielleicht auch auf KLM Air France umgestiegen ist, weil die halt, wie ich gestern schon sagte, 2 Flüge Paris, 3 Flüge Amsterdam haben, weil man, ich meine, man will ja keinen Koffer schleppen, und das ist ja auch das Problem beim Bahnangebot. Wobei München jetzt den Koffer schleppen finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil der Bus ja eigentlich auch da optimal hält. Kannst ja auch gut reinlatschen. Aber ich verstehe es einfach, weil wenn man Connecting-Passagier ist, ist das einfach doof. Und ganz ehrlich, wer fliegt wirklich von Nürnberg nach München? Also glaube ich eher nicht, weil die Bahnfahrt alleine von Nürnberg nach München ist schneller als vom Flughafen nach München in die Stadt. So ist es. Also wer von Nürnberg nach München will, der nimmt doch den Zug oder das Auto, weil mit dem Zug bist du direkt in der Innenstadt. Wer will denn bitte, also wie viel Prozent wollen denn nur in die Nähe des Flughafens? Ja, das sind wahrscheinlich Promillegrenzen. Und insofern sind wahrscheinlich 99% der Leute, die dort im Flieger gesessen haben, Umsteiger gewesen. Und insofern ist es ziemlich, um es mal ganz deutlich zu sagen, dämlich, dass es diesen Flug nicht mehr gibt. Ja, ansonsten haben wir heute auch noch aus dem Thema Meilenpunkte und Status was. Ich bin extra aus dem Bild eben gelatscht, weil ich euch nochmal ein drittes Bild reinholen wollte. Das seht ihr jetzt quasi auf der anderen. Achso, nee, das ist Hofmeister auf der Seite. Das sind nur 100 Punkte. Das sind 100 Punkte, aber was müsst ihr dafür tun? Wer nicht weiß, wo er es findet, übrigens ganz wichtig, es ist in der Miles & More App selber, und da oben habt ihr die Leiste. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wenn ihr das aufmacht, dann seht ihr da oben die More Starts, bla bla bla, das ist so ein Quatsch. Aber dann gibt es die Quarter 3 Challenge, die ich euch erzählt hatte schon, wo ich meinen Offset machen kann. Und dann die MyWorld Challenge. Also man muss nur die Webseiten besuchen und dann bekommt man die Meilen. Und einfache Meilen ist jetzt nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist. Machst du 100 Mal, 100 Meilen, hast du schon viele, viele Meilen. Das ist wieder eine Weisheit des Tages, oder Mario? Ja, also wunderbar. Der Onkel Corsten, der haut sie hier wieder raus. Ja, so ist das, ne? Ja, und nachdem wir euch fast alle Themen schon gebracht haben, müssen wir nur noch ein Thema abarbeiten. Das war das Thema
was bei den Freunden der Lufthansa ja, sage ich jetzt mal, schon für Erleichterung gesorgt hat und auch ein Grund war, dass man positiv ist. Carsten Spohr hat ja in Boston das auch auf der IATA World Conference gesagt, ja, dass man bei den Geschäftsreisen wirklich den Aufwärtstrend sieht. Mario hat das ja auch vorhergesagt. Staatshilfen sind jetzt auch teilweise wieder zurückgezahlt, also noch mehr zurückgeführt. Und als neue Strecke übrigens, wer in den Libanon möchte, kann nach Beirut fliegen. Das wäre jetzt so meine Meinung, die Kurzform, bevor wir wirklich viel weiter über die 20 Minuten wieder schießen, weil wir schon wieder bei 20 ja. Minuten 20 sind, weil der Kollege Mario da über seine traumatischen Erlebnisse in Hannover berichtet hat. Aber das ist halt so, wenn man in Goslar wohnt, ist Hannover halt leider der Nabel der Welt. Ne? Ja, ist so. Gibt aber schlimmere Schicksale. Ist ein süßer kleiner Flughafen. Ich mag das den. Das stimmt. Ja, bevor wir mit der Diskussion über Hannover anstoßen, ihr könnt natürlich wie immer den Kanal nicht nur abonnieren wegen dem Abonnierbefehl, sondern weil ihr uns einfach toll findet. Ich weiß, ich finde mich auch toll. Mario findet mich auch toll. Ich finde Mario toll. Ja, super. Mario findet sich auch toll. Also ganz wichtig, abonniert den Kanal, damit ihr wie Mario nicht verfasst, wenn wir wieder eine neue Folge haben und vor allem die Glocke dazu anmachen, dann ist der Mario-Erfolg nicht von der Hand zu weisen. Abonnieren so ist es. Haben wir, Glocke anmachen haben wir. Ich sage es einfach, damit ihr es wirklich auch macht, weil wir haben festgestellt, dass viele Leute uns abonniert, uns schauen, aber nicht abonniert haben, was mich dann immer irritiert. Aber insofern wirklich tut es, weil es hilft unserem Algorithmus und wir freuen uns natürlich, wenn wir mehr Freunde haben. Hast du eigentlich was zu dem Gespräch von deinem Nachbarn noch mitbekommen, wo du sagst, das müsstest du noch berichten oder war das eher interessant? Nee, das war eher interessant. Keine wirklichen Geschäftsgeheimnisse. Sonst hätte ich gesagt, ich muss schnell mal selber telefonieren. Also insofern dann natürlich nicht vergessen, hier unten zu kommentieren, nachdem er den Beitrag geliked hat. Ich sage an dieser Stelle, Mario, danke, dass du dich auf deinem Arbeitstrip dann nochmal uns zur Verfügung gestellt hast. Morgen wahrscheinlich bist du morgen wieder in der Lounge. Morgen bin ich wieder unter normalen Bedingungen. Unter normalen Bedingungen. Achso, du fliegst. Okay, alles klar. Ja, dann machen wir das so. Viel Spaß bei deinem Geschäftstermin. Ich sage einfach danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und Mario sagt jetzt auch, glaube ich, wahrscheinlich tschüss. Jo, tschüss, alles Gute, bis die Tage. Ciao, ciao. Also, und wir sind dann raus.